Soll sein, beim Wasserfall. Ich habe ihn mit X markiert. Okay, ich weiß Bescheid. Du weißt doch, wie die Karte funktioniert. Drücke Plus um sie und sieh eine Karte deiner Umgebung. Wenn du dich verlaufen hast, drücke also einfach Plus. Es tut mir leid, Link. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir so schrecklich leid. Jo, passt. Ah, Link. Am Wasserfall wurde in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also ein Schwert oder so etwas mitnehmen. Frag doch mal den Schwertmeister hier. Hier, in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leiht. Ja, erstmal Plus drücken, weil die sonst alle abgehen. Was ist los? Irgendwie ist mein Controller gerade ein bisschen verschoben. Moment, das muss ich eben ändern. Wie geht das noch? Moment. Ja, endlich da. Ist jetzt zentriert, okay. In der Übungshalle. Oh, ist das warm. So. Hua! An diesem Stamm hier kannst du den Diagonalschlag üben. Schwinge in die Wiefe. Bla, ich hab doch so was noch gar nicht. Das machen wir nachher. Erstmal will ich mit ihm reden. Oh, Link. Du kommst zum Üben. Obwohl heute der Tag der Vogelreiterzeremonie ist. Das nenne ich mal Alpha. Die Übungsschwerter sind hier im Hinterzimmer. Also hole dir einfach eines und komm danach zurück. Ich bin immer hier, wenn du Fragen zum Umgang mit dem Schwert hast. Okay. Wo sind die? Ich hatte echt keine Ahnung von diesem Spiel. Ja, da ist halt einfach so ein Hinterzimmer, oder? Ach, da ist eine Tür. In einer einzigen Kiste ist ein Schwert wahrscheinlich. Was ist da drin? Und es ist... Du hast das Übungsschwert erhalten. Dieses äußerst scharfe Schwert wird von den Schülern der Ritterschule bei Übungskämpfen verwendet. Drücke 1, um dir anzusehen, welche Gegenstände du besitzt. Gut. Das Schwert. Dieses Übungsschwert wird in der Ritterschule verwendet. Seine Klinge ist äußerst scharf. Cool. Wow, der kann aber hochhüpfen an der Wand. Ist ja cool. Will ich auch können. Naja, so als nächstes übe ich jetzt mal ein paar Schläge. An diesem Stamm hier kannst du Stichattacke üben. Visiere die Schnittstelle an und stoße die Wiebfindung mit Schwung nach vorne. Probieren wir mal. Das habe ich gut gemacht. So, als nächstes. Juhu, guck. Das war gut. Das nächste, ich werde die jetzt gleich mal andrücken, ich werde es einfach nur machen. Moment. An diesem Stamm hier kannst du das Abwehren üben. Ohne ein Schild kannst du aber hier aber leider nichts machen. Okay. Da muss ich von oben. Und da muss ich einfach nur ganz normal von der Seite. Sehr gut, Link! Du weißt, mit dem Schwert umzugehen, das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbelattacke üben. Unbedingt. Diese Antwort wollte ich hören. Um dich herum werden nun mehrere Stämme erscheinen. Bleibe auf der Stelle stehen und führe die Wirbelattacke aus. Bewege hierfür Refamily und Nunchuck gleichzeitig, ruckartig zur Seite. Zeige mir, was du kannst. Hervorragend! Ja, so muss das aussehen. Also gut, willst du zum Abschluss noch den Fangstoß ausprobieren? Na klar, hau weg! Sehr gut, der Fangstoß ist nur dann möglich, wenn dein Gegner am Boden liegt. Drücke Z, um ihn anzuvisieren und bewege die Wiebverbindung und das Landschaft gleichzeitig ruckartig. Schlage diesen Stamm zu Boden und versuche dann den Fangstoß darauf anzuwenden. Hey! Okay, so geht das. Wunderbar!
Du kannst den Fangschuss auch dann einsetzen, wenn du Gegner mit dem Schild oder einer Wirbelattacke zu Boden geworfen hast. Der Feind bleibt aber nicht für immer am Boden liegen, also lasse nicht zu viel Zeit. Vergiss nicht, die Wii-Verwendung und das Nunchuck-Sticks gleichzeitig ruckartig zu bewegen. Okay, weiß ich Bescheid. Aber jetzt will ich noch einmal das machen. Das ist cool. Hey. So. So. Haha. so. Nein. So. Und einfach nur ganz normal. Sehr gut, Link. Weißt du, weißt du, wie das hatte ich schon. Nein, keine Lust. Ich wollte doch nur einfach mal das nochmal probieren. So. Was soll das werden, Link? Das Übungsschwert bleibt gefälligst hier, mein Freund. Dachtest du etwa, du könntest einfach mit dem Schwert davonschleichen? Ich brauch das aber. Wie? Du sagst, dein Wolkenvogel sei verschwunden. Und du willst ihn nun suchen? Hm, ich verstehe. Eigentlich dürfen hier im Wolkenhort nur Ritter ein Schwert tragen. Aber ich mache dieses Mal eine Ausnahme. Aber wehe, du stiftest damit Unruhe im Dorf. Wenn du noch üben willst, komm hierher und übe hier drin, verstanden? Okay. Ich werde nichts Gefährliches damit tun. Nur ein paar Blätter abhauen und Gräser, naja, stutzen. Los geht's! Was zum Geier bist du? Hallo, hallo junger Mann! Komm doch mal hier mal rüber zu mir! Ich bin ein Schickerstein. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Lass mich direkt zur Sache kommen. Ich denke, du wirst hin und wieder nicht wissen, was du tun sollst. Wie es nicht tun sollst, wie es weitergeht. Wenn du dir mal bei einem Rätsel vergeblich den Kopf zerbrichst und dir keine Lösung einfällt, komm zu mir. Im Moment habe ich nichts für dich, aber wenn du später wiederkommst, kann ich dir was Tolles zeigen. Alles Gute. Okay, tschüss. Okay, das wollte ich mal ausprobieren. Kann ich diese Blümchen? Das ist lustig. Ich wollte gucken, wo ich hin muss, ne? Ja, laufe ich mal hier weiter. Das macht einfach so viel Spaß. Ich muss über die Brücke laufen. Wahrscheinlich, oder? Moment. Sieht ziemlich danach aus, ja. Hey! Hast du schon gehört? Einer der Schüler, der in der Vogelreiterzeremonie teilnimmt, hat seinen Wolkenvogel verloren. Oh. Oh, was? Wie kann man denn einen Wolkenvogel verlieren? Das klingt nach einem großen Problem. Also, ich habe ja Ich hab's ja nicht so mit diesen Wolkenvögeln. Die Krallen machen mir irgendwie Angst. Schön, jetzt habt ihr da euren Kindertratsch mit Michael. Nein, natürlich nicht, aber macht ihr gerade Frauenaustausch. In dem Sinne, dass sie sich halt belabern. Und ich kann nicht dahin. Naja, gerne nehmen wir halt hier lang. Nein, das wollte ich gar nicht. Muss ich wieder zum ersten schwimmen, da hochgehen und durchdrehen. Tropfete.
Du sollst hüpfen, du Idiot! Hüpfen! Weißt du, was das ist?